Hallo Welt, da beeilen wir uns wieder, um nach Hause zu kommen. Aber ich habe hier gerade so am Ende der letzten Folge noch etwas entdeckt, nämlich einen schönen Ort für eine Möglichkeit, schneller nach Hause zu kommen, wenn wir Stöcker gesammelt haben. Eine Seilbahn direkt darüber, warum auch nicht? Hier oben gibt es Bäume, da unten auch, also die gebaut bekommen wir die. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie geschickt darüber kommen, ohne dass uns jemand sieht. Ohne dass wir irgendwo ins Wasser fallen oder nach unten fallen, denn es wird schon Nacht. Es ist schon ziemlich knapp von der Zeit her. Aber das möchte ich ganz schnell noch machen. Was man hat, das hat man. Ach, wir könnten auch direkt darüber. Da brauchen wir doch keinen Umweg dazu machen. Warum eigentlich? Ach so, wegen den... Ah, okay, Seile. Brauchen wir immer viele, aber... Ach komm. Das kriegen wir hin. Oh ja, oben ist ein Dorf. Gefährlich, gefährlich. Na, jetzt wird's gleich kalt. Ob das nicht so hoch ist? Doch, das müsste gehen. Vielleicht können wir sogar noch weiter. Ach, bestimmt geht das. Wir brauchen nur 1 Million Seile dann. Jetzt wird's schlecht. Das ist schlecht. Ah, dann eben hier. Ach so, deswegen vielleicht. Echt jetzt? Und wir können das nicht da drüben hinstellen? Das sieht so aus, als könne man das. Ist vielleicht zu weit. Aber ist ja auch nicht schlimm. Okay. War toll. Trotzdem sind wir jetzt mitten in der Nacht hier. Aber wir sind so weit, so viel rumgelaufen, vielleicht wissen die gar nicht, wo wir sind. Wir wissen ja nicht mal, wo wir sind. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo runterfallen oder auf unser Krokodil treten am Ende noch. Komm schon, spring. Ich habe ganz genau gesehen, dass da ein Stein ist. Ich sehe sowas. Sofort. Man sieht nichts, aber egal. Nach Gefühl, wir haben uns nach den Sternen schon gerichtet, einigermaßen. Sollen wir jetzt sofort wieder schlafen gehen? So geht's uns doch relativ gut. Joa, was haben wir denn so im Inventar eigentlich so mitgebracht? Essbares Fleisch, ja, das sollten wir eben noch aufhängen. Verdorbener, ja, den werfen wir hier direkt ins Lager mal. Verdorbener Salamander, wollte ich sagen. Echse, Waran. Waran ist das richtige Wort. Noch was? Ach, das pickt sich schon irgendein Vogel weg. Die essen doch sowas. Echt, wo ist der Mond? Da, wir können schlafen gehen. Haben wir denn ein Hasenfeld zufälligerweise? Reh, Reh, Wildschwein, Tarnrüstung, Echsenhaut. Ja. Ja. Was denn ja? Was heißt denn das überhaupt? Ja, schwacher Speer haben wir. Oh. Schlafen heißt das. Was machen wir jetzt mit dem Schildkrötenpanzer? Panzern. Können wir am nächsten Tag hier hinstellen? Ach, wunderbar. Ja, dann trinken wir. Denkste. Können wir gar nichts trinken hier. Doch. Ein bisschen war noch. Und speichern einmal schön.
Dann geht's wieder rüber an die Baustelle. Warum bauen wir nicht hier erstmal fertig? Weil wir brauchen doch immer alles. Stoff und Seile und alles Mögliche brauchen wir immer. Und ja, wer früh anfängt, der erntet früh. Ja, also wer früh sät, der erntet früh. Nichts wächst hier. Nichts gefangen hier. Nichts vermehrt hier. Ihr seid Hasen. Hat euch das noch niemand gesagt? Das könnt ihr viel besser. Nichts wie runter. Ein Seil für uns. Ich weiß es. Wer weiß es auch? Ja, weiß ich nicht, aber ich weiß es. Ja, so ein Felllager können wir unten aufbauen. Wobei sich natürlich irgendwann die Frage stellt, wie viel Fell brauchen wir überhaupt? Ebenso wie die Frage, wie viele Seile, und ja, Seile braucht man scheinbar wirklich immer. Aber wie viele Stöcke brauchen wir überhaupt? Hier nehmen wir immer alle schön mit. Und wie sieht das aus mit dem Essen? Da ist was ziemlich schwarz. Ach so, das ist der Schatten. Sofort sind wir satt. Das reicht. Super wieder. Das macht Spaß. Ja, und dann geht's wieder rauf hier. Ach, guck an. Auf einmal ist ja doch hier was drin. Ich dachte, das geht gar nicht. Ach, wenn hier auch was... Ist denn hier mehr drin? Wo ist denn das andere Ding? Ach, da drüben. Nicht unbedingt. Nein, mehr ist da nicht drin. Aber wir gucken erstmal. Ja, klar, wir brauchen jetzt Seile, aber wir brauchen sowieso ohne Ende Seile. Vielleicht können wir besser irgendwie mal aus dem Rehfell hier einen Wasserschlauch bauen, zum Beispiel. Oder die Sperrtasche wäre auch schön. Aber erstmal den Wasserschlauch, meine ich. So, den können wir dann schön auffüllen. Moment, ab in die Ausrüsten, genau. Und jetzt nehmen wir klar, hier unten haben wir zwei Dinger stehen und da nehmen wir das ausgerechnet raus. Egal, die füllen sich auch wieder. Das andere Wasser können wir ja von oben nehmen. Ach was, wir brauchen sowieso nur... Na egal, das andere nehmen wir von oben. Wir brauchen zweimal nur. Ach, ist schon voll mit einem Mal. Ja, dann brauchen wir... Dann reicht das. Ich habe nichts gesagt. Schon gut. Das läuft ja... Das läuft ja immer besser und wir töten gar keine Kannibalen mehr. Schon lange haben wir keine getötet. Total friedlich. Die lassen uns ja auch in Ruhe. Wir rennen ja auch nur rum, die finden uns gar nicht mehr. Die wissen gar nicht, überall an allen Ecken wird hier gebaut. Die haben wahrscheinlich schon auch überall Totems aufgebaut jetzt. So, was machen wir jetzt? Das mit dem Seil war ja nichts. Wir gehen rüber wieder. Das heißt, wir reisen schnell rüber und bauen da dann weiter. Ganz genau, das wollten wir ja am letzten Abend noch machen, in der letzten Folge, aber das haben wir ja nicht mehr geschafft. Oh Mann, sind wir denn so kaputt? Komm, versteck dich hier mal im Gebüsch. Und nimm dir mal, sowas hier, Gesundheitsmischung. Ja, eine normale nur. Energiemischung. Echt? Und eine normale Gesundheitsmischung. Oh. Ja, egal. Wir haben ja zur Not noch die Medikamente. Ich denke, das reicht jetzt so. Genau. Dann stellen wir uns später, wenn das so fertig ist alles, dann stellen wir uns hier natürlich auch überall so Leuchten auf, damit wir das auch nachts alles finden. Dann können wir auch nachts bald hier rumreisen. So, erstmal gucken wir nach unserem Freund, dem Wildschwein. Ach, ist das nicht herrlich? So schnell. Schwuppdiwupp.
Ach, ich hoffe, wir haben den Schildkrötenpanzer mitgenommen. Sehe ich gerade da vorne, den Hammer. Dann können wir da nämlich auch gleich so zum Trinken was aufbauen. Aber jetzt haben wir ja unseren Wasserschlauch auch. Von daher... Ach so, wie war denn das mit dem Wildschwein? Ich habe gar keins gesehen diesmal. Wir haben zu viel gebaut vielleicht. Ist es nicht mehr da jetzt? Oder wir waren zu schnell hier. Ja, oder es gibt keins mehr. Ja. Gibt's doch nicht. Ah. Das ist weg. Das ist wahrscheinlich runtergesprungen. Ah, bevor es sich schießen lässt, ist es lieber gesprungen. Kann ich verstehen irgendwo. Wäre ich auch manchmal. Vielleicht hat man bei so einem Fallschaden noch eine größere Chance zu überleben, als erschossen zu werden. Ach. Denkst du? Voll gut. Sollen wir auch eine Seilbahn runterbauen? Ja, jetzt. Ja, warum nicht? Klar. Es geht doch super schnell. Wo müssen wir denn hin? Wo gehen wir da drüben hin? Ja, wir wollten eine von da oben nach hier unten bauen. Aber jetzt könnten wir eine tatsächlich von hier nach dort bauen. Dann gehen wir da immer rauf. Ja, und dann sind wir ja schon auf dieser Wiese fast. Ich glaube, das passt, wenn wir hier eine hinstellen. Echt? Hätten wir die nicht da vorne sofort hinstellen können? Ja, abbrechen. Naja, so könnten wir das Wildschwein und dann hätten wir immer so in einer Rutsche das. Ach, ist ja egal, wir können hier eine hinstellen und da drüben auch. Dann ist aber nachher alles wirklich verschandelt hier. Das sieht aber nicht mehr schön aus dann. Doch, das sieht aus wie Abenteuer hier. So, als ob wir hier gewesen wären. So. Ah, die Maus. Die Maus hat sich auch mal wieder gemeldet. Trinken haben wir dabei. Essen. Ach, aber kein gutes. Haben wir das... Fleisch haben wir doch mitgenommen vom Wildschwein, ja, ich glaube schon. Müssen wir nur gucken, wir dürfen nicht zu hoch bauen jetzt. Der ist ja gar nicht abgehauen. Jetzt ist er weg. Nicht zu hoch bauen, damit wir auch wirklich runterkommen und nicht von der anderen Seite dorthin kommen. Aber schon schön weit würde ich gerne kommen. Also so, ja, bis hier. So. Oh, da können wir aber Bäume schleppen. Da bauen wir uns, da drüben gibt es so viele Stöcke, da bauen wir uns einen Schlitten. Moment mal, wo brauchen wir denn hier oben? Brauchen wir doch auch noch irgendwo, genau hier. Ach, ist das hier schön. Warum haben wir hier nicht gebaut? Ach. Habe ich solche Augen, dass ich das nicht sehe? Hier, wo ist der Schlitten? Ein Stock fehlt. Ist aber auch windig hier ein wenig, hört man das? Anders als bei uns im Lager. Ja, aber dafür hat man auch keine Schildkröten hier oben und nichts.
Ach so, wir sollten nicht so viele Schlitten bauen, denn dann haben wir nachher überall die Fahnen und rennen ständig in die falsche Richtung. Das ist mir ja ständig passiert durch die vielen Fahnen. Ja gut, jetzt könnte man sich natürlich einfach die Fahne merken. Aber nein, das ist ja eine Farbe hier nur. Wo haben wir denn hier viele Bäume? Gehen wir erstmal auf den Hügel hier oben. Erstmal was essen. Baumtechnisch sieht es hier relativ arm aus. Aber für die Seilbahn sollte das schon reichen. Und wir haben überall Beeren, das gefällt mir. Und wir bekommen ja auch die... Wir bekommen ja auch die Samen daraus. Typisch. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, ob ich die Schildkröten abmurkse, irgendwas anderes, so ein armes kleines Häschen oder so, oder ob ich hier auch die Bäume und Äste hacke. Irgendwie denke ich die ganze Zeit, der Mensch kommt und macht alles kaputt. So. Aber egal, das wächst ja auch wieder. Ja, aber das wird nie wieder so aussehen wie jetzt. Ach, das wächst bestimmt genau da, wo der jetzt steht. Da wächst bestimmt an der Stelle wieder einer. Und schon ist das gut. Müssen wir nicht dahin fallen lassen? Ja. Nicht in den See. Fällt er? Der fällt. Na, so halbwegs in den See. Och. Und das ist hier der Kannibalenplatz, an dem sich die Kannibalen immer treffen, um sich zu... Ihr wisst schon. Ja, die turteln hier immer ein wenig. Oh, gefährlich. Ja, klar, das hat's gebracht. Dann kommen sie demnächst, wollen hier wieder schön Spaß haben und dann gucken sie... Oh, die ganzen Bäume sind weg. Nee, schon wieder. Der Typ war schon wieder hier. Einen einzigen haben wir am Leben gelassen. Der rennt hier auf der Insel rum und der macht alles kaputt. Wo ist unser Wagen? Da. So. Ja, wir können ja auch von unten bauen, von der anderen Seite. Ja, klar. Das wird das Fiese sein. Aber das fällt auch total auf, wenn hier Bäume fehlen. Das sieht man sofort. Total fies. Irgendwie ist das total fies. Man hat die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, wenn man hier irgendetwas macht, außer Seile nehmen. Das geht ja noch. Da brauchen wir immer noch 4. Und dann haben wir es soweit wenigstens schon mal fertig. Zum Glück liegen da auch noch 4. Egal, wir sind Mensch, wir hacken alles. Wenn da keine 4 mehr liegen... Oh, hoppla. Wenn da keine 4 mehr liegen, egal, wir hacken. So, die letzten 2 liegen da nämlich auch noch. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht, wenn die nachwachsen. Das wird nie wieder so aussehen. Fische, hier könnte man schön angeln. Alles wäre gut, aber nein. Mensch kommt, Mensch sieht, Mensch macht kaputt. Tut mir leid. Ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der immer ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn wir sowas bauen. So, jetzt brauchen wir nur noch 15 Seile, das ist ja nichts. 3 Tage auf der Yacht, zack, 15 Seile. Kein Problem. Das sieht ja aus. Darf man gar keinen erzählen. Was ist das denn? Na, was... Die kann man essen. Ja. Das sind Himbeeren oder so. Brombeeren? Ich weiß nicht. Ich hätte gerne die Seile. Die Samen hätte ich gerne daraus. Seile hat man da nicht drin. Die würden ja nur zwischen den Zähnen
feststecken. Ja, liebe Welt da draußen, wir sind schon wieder unglaublich. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Das heißt, ich darf mich noch bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Das geht immer so schnell. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.